Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf dem Tanneberg. Ja, wir wollen mal schauen, dass wir den, ich wollte gerade sagen, hässlichen Weinberg zum Laufen kriegen. Was ist denn hier? Warum hast du denn hier schon wieder nicht gesät? Ich habe Angst vor dem Baum. Ja, so sieht's doch aus hier. Mann, 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 ey. Er lässt einen Baum stehen, ne? Das passiert mir nicht nochmal. So, ich brauche ein Gefährt. Dieses hier. So. Motor ist gestartet. Du siehst. Und haben wir denn noch hier Gerät? 11.000 an Kompost. Der muss natürlich auch noch weg. Dann ist das hier unten leer. Das ist auch schon mal was. Ach, jetzt muss ich hier wieder reinhüpfen. Muss dem klar machen. Ja, halt, mein Freund, du hast das vergessen. Ja, guck mal, wie das passt hier. Der dürfte dann gleich voll sein, dann können wir den nämlich hier auch sagen, er soll loslegen. Ach komm, ey. Gegen 22 hässlichen kleinen Geschichten hier. Das ist ja nicht normal, ey. Mach Platz, ich fahr selbst. Ich brauche den Traktor hier. So, wir wollen heute auf jeden Fall den Weinberg zum Laufen kriegen, weil geht jetzt alle Energie heute rein. Denn, ja, muss sein. Geht einfach nicht anders. Lange genug hier rumgekaspert. Jetzt wollen wir mal ein paar Meter machen hier. Ich denke mal, ich bin gerade so ein bisschen am Philosophieren, was wir noch alles gebrauchen könnten. Na, wenn wir noch mal so eine Winteraktion mit diesen, keine Ahnung, wie viel war es, 300.000 an neuen oder an Bäumen oder an Holz gemacht, ne? Dann könnte man sich ja dann irgendwann mal so einen Scorpion King dann da hinstellen, ne? Und den selbst dann betreiben und den nicht immer ausleihen müssen und so weiter. Das ist ja dann halt auch dann, wie gesagt, dieser Kampf gegen die Windmühlen, ne? Das war echt schon anstrengend, dass du dann halt Holz, 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 Holz gemacht hast und hast halt zugesehen, dass er halt nicht irgendwie großartig ins Minus rutschen, was weiß ich nicht alles, ey, das war schon anstrengend. Aber, naja gut, ist halt wie es ist, ne? Es verspricht ja auch dann so nach und nach langsam, aber stetig besser zu werden. Jetzt machen wir dann erstmal die nächste große Rutsche hier. Ein bisschen Gras. Auch Frischgras. Das müssen wir dann halt irgendwie mal schauen, wie wir das dann lagern, pressen, was auch immer. Denn die Kühe wollen ja auch ein bisschen was haben. Ja, kipp's einfach nach links ab. Ist ja gar kein Problem. Der Bunker ist rechts. Du kippst links ab. Ja, ist okay. Kann man machen. 224.000 plus die 8.000, also 230.000 an Kompost haben wir da jetzt, ne? Wenn wir den
Oder wenn wir das alles abpacken. Alter. Dann warten wir mal, bis der Kurs für Kompost gut ist. Ja, da gibt es erstmal wieder ein paar Dollars. Irgendwann steigt der Preis auch wieder. Ich fahre jetzt einfach hier durch. So. Da ist ein Frontlader dran. Das heißt, mit dir kann ich auch hergehen und den Anhänger hier befüllen. So, dann wollen wir uns den mal schnappen. Klotz ab. So, ich glaube aber beim Mist sollten wir auf jeden Fall Gewicht hinten dran haben. Oh ja, so geht's natürlich echt nicht, ne? Mein Gott. Ja, ich bin echt ein bisschen außer Übung hier, ne? Wie gesagt, so 2 Wochen Abstinenz hier, das ist schon hart. Aber, man muss ja auch mal so sehen. Hat gut getan. Es hat tatsächlicherweise gut getan. Ich kann es nicht anders sagen. Mal so ein bisschen Urlaub zwischendurch. Muss einfach sein. Bin geneigt, den Frontlader dran zu lassen, weil ich nicht weiß, was mich am Weinberg erwartet. Ob ich den da so abkippen kann oder ob der eingefüllt werden muss in diese Trichter da oben. Ich schwese nicht. Aber wir werden es gleich rausfinden, auf jeden Fall. So, einer noch. Obwohl, ne. 2 gehen noch drauf und dann so ein bisschen noch, ne? Dann ist die Frage, wie viel verträgt der, der Weinberg, also wie viel Mist kannst du da einfüllen? Jetzt noch so einen kleinen Rest hier. Hey, rückwärts, hallo. Eieieiei. Wer ist erstmal hier den Misthaufen hoch hier. Aber wenn die Mistplatte verwüstet, und dann geht's schon wieder, ne? Okay. Dachte ihr ein Fall. Dann kommt jetzt aber hier der Rest. So. Den Rest kippen wir wieder auf Platte.
Gut. Nur das Frontgewicht würde ich jetzt hier lassen. Jetzt haben wir einen Frontlader hier dran. Da haben wir hier ein bisschen was, was vorne auf der Achse drückt. Legen wir das Gewicht einfach mal hier hinten ab. So, dann fahren wir mal schnell zum... Ja, was heißt schnell? Also so schnell, wie uns das Spiel halt lässt. Und der Traktor zum Weinberg. Und dann ist die Frage, Mineraldünger oder Flüssigdünger? Ich weiß es noch nicht. Dann werden wir dann hier auf jeden Fall die Gabel dran machen. Und hier die Palettengabel. Und werden damit dann mal am Händler, vielleicht doch am Händler, jeweils eine Palette holen. Und einfach mal gucken, was er dann da unten verlangt, ob das Mineraldünger oder Flüssigdünger dann ist. Wir werden es dann ja sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt bei rauskommt, ne? Was so eine allgemeine Warenannahme da ist, wo der Trigger ist. Wo wir auch das Wasser gelassen haben. Oder ob das dann halt dann per Hand oder was weiß ich da dann in diesen Trichter eingefüllt werden muss, ne? Kippe ich dann einfach den Mist da unten ab, das ist mir dann auch wurscht. Und dann schmeiße ich den dann da oben rein. So, gucken wir mal, ne? Es ist zumindest kein Spiegel zu Bruch gegangen. Es war diesmal nur diese Treppe hier. Hier schon mal nicht. Oh bitte, ey. Wie machen wir das denn? Oh, echt? Muss das jetzt echt hier rein? Per Hand oder was? Das kann nicht euer Ernst sein, ne? Gibt's nicht irgendwo noch was anderes? Nein. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir den Dünger abgeben müssen, ne? Interessant. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier den Mist abkippe? Gut, ich muss ja nicht alles abkippen. Also ich mache jetzt einfach immer so ein Häufchen hin hier. Ah, nein, ey. Warum? Wieder mal so ein Abkippsymbol. Hab doch Gnade. Nein, hast du nicht, ne? Aber da ist ein Träger.
Da ist auf jeden Fall ein Trigger. Na gut, dann wollen wir mal hier wieder raus. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal hier und Abkippseite. Wo ist denn das? Links möchte ich nicht. Ich möchte hinten. So, einfach einen kleinen Haufen dahin. Meine Güte, ey, das habe ich mir auch anders vorgestellt hier, ne? So. Da steht aber auch nichts weiter dabei, was wo eingefüllt werden muss, ne? Es steht einfach nur da. Hier abkippen. Naja. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt auf 1 drücke, zeigt er mir das an. Nein, zeigt er nicht. Ja, da kippt das davor. Ich hab's geahnt, ey. Wo gehört denn der Mist hier hin? Oder musst du das im Rechten abkippen? Oh, jetzt habe ich den Mist hier vorne liegen. Krieg den nicht weg. Das ist auch wieder so ein Ding, ey. Das gehört auch wieder in die Geschichte vom Tanneberg hier, ey. Ja gut, Freunde. Ich probiere hier nochmal ein bisschen rum, würde ich sagen. Bevor ich jetzt hier gleich ganz einen Kotzreiz kriege. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich auch mit weiteren... Ja, Neuigkeiten hier. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit, ihr wisst das wahrscheinlich sowieso alle besser, dann euch das Maul zerreißen. Da gebe ich hier euch einfach mal hier so eine grüne Ampel oder einen Darfschein oder was auch immer, keine Ahnung. Ihr könnt ja auch, ne, nette Abonnenten und Zuschauer schreiben dann halt rein, wo ich denn halt hier was lassen kann. Das wäre auch noch so eine Maßnahme, ne? Dann könntet ihr freundlicherweise dann mal schreiben, wo ich denn hier den Mist und den Dünger dann zu lassen habe und vor allem auch welche Form von Dünger, ob das jetzt Mineraldünger ist oder ob das da oben steht auch noch irgendwas. Also Mineraldünger oder eben Flüssigdünger. Das wäre doch so eine Maßnahme. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.